Ach was! Geheimer Raum. Ach was! Mit Katzenfuß. Ey, bleib mal so stehen, ich mach mal einen Screenshot. Hey, meine lieben Geisterfreunde, schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge Ghost Watchers hier bei den Junkie Monkeys. Ja, diesmal haben wir nicht gefangen. Wir haben gehofft, dass wir vielleicht an die Marionette schon rankommen, aber da fehlt uns nach dem neuen Update ein paar Level, damit wir die haben können. Aber der Krulli hat was ganz Tolles entdeckt im Spiel, und zwar gibt es in der Basis, in der Geisterbasis, wo euer Hauptquartier ist, quasi, gibt es einen Geheimraum, und den wollen wir uns mal ganz genau angucken. Ein richtig geiles Easter Egg. Zieht euch die Folge rein, doch nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, was bei uns so los ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Haut rein. Sogar deine Brüste in die Kamera? Sunny, erzähl doch mal, wie du deine Unschuld verloren hast. Genau. Wer ist Sunny, denn erzähl uns mal. Erzähl mal einen Schlag aus deiner Bettgeschichte. Ah, die willst du nicht wissen. Oha, ganz hardcore. Krulli, was ist los jetzt hier? Neue Runde, neues Glück? Runde neues Glück. Ich starte. Vielleicht kriegen wir jetzt die Marionette. Oder steht irgendwo auf dem Discord von dem Hersteller, von dem Entwickler, ob das nur in bestimmten Gebäuden geht mit der Marionette. Gute Frage. Nicht drauf geachtet. Mit Endgame. Bei mir steht immer noch, wir haben ein Gespenst gefangen. Ja, jetzt. Ghostwatchers, jetzt lädt er schon. Jetzt lädt er schon. Ja, ich bin raus. Wieso machst du denn sowas? Ich habe gedacht, du hast sie aufgehoben. Nein. Mit dem Spiel probiert. Okay, das sind neue Sachen. Und zwar das Foto von den Spuren des Gespenstes machen. Mit dem Gespenst per Rundfunk sprechen. Wie war denn unser Lobbycode? 5611. Oder 6511. Eins von beiden. Auf jeden Fall waren zwei Einsen dabei. Nee, lass mich nicht mehr rein. Ah, neues Spiel. Okay. Beenden. Ja. Bisschen buggy die ganze Geschichte. Okay. Willst du vielleicht, wenn jetzt das Spiel startest, wollen wir vorher noch mal in die Basis gehen? Können wir machen? Willst du gucken, was alles da ist? Ja, genau. Und ich will gucken, ob und dann müssen wir uns mal schlau machen wegen dieser Marionette. Hopp, 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 hopp. Das neue Spiel. 5, 4, 5, 7. 5, 4, 5, 7. Mal klappt's. Trainingsbasis, Schwierigkeitsgrad wahnsinnig. Wie wahnsinnig. Wir haben jetzt die wahnsinnige Trainingsbasis. Wir haben eine Wahnsinnige? Die ist wahrscheinlich nicht geputzt. Guck mal, hier hängen auch die Gespenster, die wir schon haben, oder? Was? Hier hängen Fotos von Gespenstern. Aber das sind nur fünf. Das sind die unten. Gucken wir mal. Der Poltergeist, da ist er. Der Gehängte, das Kind, die Ertrunkene, Dunkelheit, der Vampir. Der Dämon. Jiangxi. So, und hier sind noch zwei frei. Richtig. Einer ist noch theoretisch da. Marionette. Nach dem neuen Update, ne? Frage ist, wie kommen wir jetzt zur Missionsübersicht wieder von hier aus, ne? Weißt du das? Nein. Beenden. Es gibt hier kein Ende in der Missionsbasis. Aber. Komm mal hierher. Aha. Jo.
Guck mal jetzt runter in die Ecke von dem Bücherregal. Bücherregal? Da, wo ich hinguck. Ja. Lauf mal mich rein. In die Ecke von dem Bücherregal. Ja, da und? Was ist da? Oben an der Ecke, siehst du es? Da ist so eine Öffnung Ja. zwischen den Regalen. Ja. Da ist ein geheimer Raum. Ja, ist dir schon mal aufgefallen, dass hier hinten im Keller unten so ein Gang offen ist? Was? Wo? Ist das noch nicht aufgefallen? Nee. Offener Gang. Hier. Bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Voll dunkel gerade. Hier. Oh, cool. Hast du das noch nie gesehen? Es ist. Nee, pass auf. Das wird die Vorbereitung sein für die nächsten Updates. Du bekommst eine neue Geisterkammer. Ah, das kann sein. Denke ich mal, so sieht's aus. Aber Ich hinter weiß dem es nur nicht, wie Bücherregal man ist ein geheimer Gang? Ja. Und zwar, du kannst ja nicht hüpfen in dem Spiel, bekommst aber einen Erfolg, wenn du 20 Mal auf Leertaste drückst, ne? Ehrlich? Steam-Erfolg, wenn du 20 Mal Leertaste drückst. Ich will hüpfen. Das passiert aber nicht bei mir. Doch, jetzt habe ich ihn, tatsächlich. Okay, Oh mein Glückwunsch. Gott. Yeah, mein Erfolg! So, pass mal auf, komm mal her. Bist du? Wo bist du? Auf der Treppe, auf der Treppe. Ja. Ich stehe hinter Warte, dir. muss die Treppe, ja, lauf mal ganz nach oben. Dann so schräg gegen die Treppe, und dann kannst du dich so ein bisschen hochbacken. Auf die Treppe sauber. Weiß nicht, ob das geht. Ne, musst du runterlaufen hier. In dem Stück. Der Höhe circa. Kannst dich so hochbacken. Zu doof. Funktioniert nicht immer. Ja, und dann erzähl weiter, was hast du vor? Kann ich das machen, wenn du mitkommst? Ich komme ja nicht mehr das Geländer hoch. Ich auch nicht mehr. Ich bin also wie du. Nee. Das ist so schräg dagegen laufen. Beim Runterlaufen bist du auf einmal so schwupps oben. Am Geländer, immer am Geländer entlang. Hoch, runter, irgendwann wachst dich rauf. Jetzt. Genau. Aha, ja, und dann? Er hatte es. So, jetzt musst du auf dem Geländer laufen. Was ist? Ich denke, wir sind Geisterjäger. Sind wir auch. Ja, und dann? Nicht runter. Und jetzt. Wupp. Da nach hinten. Ach was. Wollen wir nicht eine Taschenlampe holen? Hätten wir machen können, ne? Ja, ich hole mal schnell eine. Du musst hier nochmal hochpacken, das dauert nochmal 3 Stunden. Ha. Nimm Ich bringe dir eine mit. mal UV-Lampe mit. UV-Lampe. Wichsflecken. Immer noch Wichsflecken. Immer nach Wichsflecken gucken. Könnte natürlich auch alles noch mal ein bisschen. Wir können das natürlich auch alles so ein bisschen verbessern, was du da jetzt vorhast. Ne? Okay. Ich habe da nämlich so eine Idee. Werden jetzt mal, wie sagt man so schön, Licht ins Dunkeln bringen. Ja, gerade hier abgestellt. Wo ist denn die jetzt? Die hast du genommen? Ja. Nur noch mal schnell die UV-Lampe. Und die da unten hinstellen, damit man das besser sieht. So blöd, wo ist denn die UV-Lampe? Puppe. Da. Habe ich. So, siehst du? Dauert 1000 Mal. Ich bin schon drauf, Papa. Stolz auf dich. Jetzt? Einfach runterspringen. Ja, Okay, und dann? genau. Hui, Alter. dahinlaufen.
Ach was? Geheime Raum. Ach was? Mit Katzen. Ey, bleib mal so stehen, ich mach mal einen Screenshot. Geheime Raum mit Katzenfotos. Voll geil, Mann. Na, wie süß. Voll fetzig. Da merkt man, ey, hier liegt ein totes Schwein. Ja. Ich will gar nicht wissen, was der mit dem Schwein gemacht hat. Blutüberströmte Leiche, ist dir nicht aufgefallen? Welche blutüberströmte Leiche? Ey, hier geht's weiter. Hier sind coole Bilder, was ist denn das? Hier ist ein Foto, da steht Alicia drauf. Ich mach mal Screenshots. Immer 1000 Screenshots machen. Ah, guck mal. Hier ist nämlich Ding. Warte, ich bin gerade am Fotos machen, Mensch. So ein Easter Egg hat man auch nicht alle Tage. Was ist denn am 12.11.2024? Ist da das. Ist da der Early Access zu Ende? Linux-Pinguin, das ist ein Spielzeug. Okay, UV-Lampe hast du gesagt, ne? Ja, guck mal. Also am Schwein sind keine Flecken. Ja, aber guck mal, warum der gestorben ist. Oberkörper nackt und weibliche Bilder am Computer. Beim Onanieren. Deswegen nicht auch Tempos. Kaffeetasse? Ist das gelbe? Was steht denn hier auf der Liste drauf? Mark, Secret Room, make more cool levels. Okay, irgendwo sind hier neue coole Levels. Vielleicht. Nee, aber hier ist dein Durchgang, wo wir vorhin reingeguckt haben. Ach was. Ah, so kommen wir auch wieder zurück, okay. Hier geht's nicht weiter. Ob es hier noch mehr geheime Räume gibt? Einziges, wo mir bekannt ist. Hast du den gefunden oder gegoogelt? Du hast ihn gefunden, okay. Nee, ich habe es auch mal, wo ich mir das Spiel gekauft habe, mal. Ich suche jetzt nach mehr geheimen Räumen hier. Ich gebe nicht auf. Jetzt ist Blut geleckt hier. Oh, da oben ist auch eine Tür, ne? Da kommst du gar nicht hin. Nee. Da oben kommst du hin. Doch. Kommst du? Das ist der komische Stimmenraum. Wo die Sätze trainieren kannst. Wie was? Sätze? Okay. Ja. Ghost, can you talk? Can you hear me? Can you talk? Give us a sign. We are friendly. We will catch you. Sag bei Dick. Also ich denke mal, das Spiel hat noch extrem viel Potenzial. Da wird noch richtig was kommen. Ich hoffe es echt. Ja? Wenn man den Leuten oder den Umfeld so trauen darf, wollen sie wirklich Phasmophobia vom Thron schlagen. Das schaffen die, wenn das so weitergeht. Auf jeden Fall das mit dem Geheimraum. Finde ich geil, das ist ein geiles Easter Egg. Oh ja. Sowas ist immer toll. So, jetzt muss ich nur herausfinden, wie ich zu den Stromgeneratoren komme, damit ich meine Rechnung bezahlen kann. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Aber geil. So, wollen wir mal gucken, ob wir noch einen Geist kriegen, den neuen, der reingekommen ist? Gerne, gerne. Na los. Müssen wir wieder raus, ne? Ich brauche nur meine 10.000. Wenn ich meine 10.000 voll habe, dann kann ich mir nicht die Drohne kaufen. Sehr geil. Okay. Bei 6.000 habe ich schon, aber wenn ich die jetzt ausgebe, dann bin ich von dem Erfolg wieder so weit weg. Okay. So, meine Freunde, wir hoffen natürlich, die Folge hat euch gefallen.
Haut mal in die Kommentare raus, was ihr von dem geheimen Raum findet, dem Easter Egg. Den hat der Krulli entdeckt. Richtig geil gemacht. Guckt es euch an. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Wir verabschieden uns, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bin ein Geist.